Was heißt so? Die haben wir wohl auch öfters als einmal getroffen. Die Quallen sauber. So, du bist tot. Aber die zieht mit der Lanze auch so viel auf einmal. Warum? Du darfst das doch gar nicht. Freu dich doch. Ja, mach ich ja irgendwo. Irgendwo, schau mich. Irgendwo ist ja ganz witzig. Also. Ich mag das natürlich nur knapp stärker. Boah, geil. Das war geil. Sie haut ihn zurück, ich spring auf ihn drauf. Bam. You're a pretty dead man. Guck nicht so scheiße. Das hat deine Blume. No. So, und jetzt kommt unser erster Endgegner, der uns keine Waffen aufgibt. Ja, kommt noch dieses Saufi bekannt vor. Ja, der war doch anders. Oh, wir machen uns okay. Das hast du aber ganz schön trainiert. Der gehört sich auch so trainiert. Oh, das wollte ich nicht. Ich muss schon mal warten. Weil der macht jetzt. Der macht sau viel Schaden. Eine allein schon. Wenn ihr euch jetzt anguckt den Schaden. Jo. So, aber was wir bei dem Gegner eigentlich machen können, ist dem MP absaugen. Warte mal. Hey! Oh Gott. Oh, guck dir so scheiße. Okay, und wir machen ihn platt mit Feuerhagel. Hast du schon platt hier? Nein. Trotzdem kriegt er jetzt nicht besser von mir verleihen. Er macht auch Zaubersperre. Ja, scheiße. Aber auf die anderen. Wo, was war das denn? Ja, was? Das hat ja noch nie. Ich mach den doch gut zu klären, oder? Hey, 25! Und bam! Mach was! Ich mach erstmal meinen Hacker aus. Du sollst aber hier hinten hin. Der funkt da immer noch. What? Der Punkt von dem Ding ist so riesig. Mach erstmal eben ein Lichtchen an. Ja, zu Ende. Das spule ich jetzt vor. Oh, hättest du dich mal freuen lassen. Ja, hab ich doch. Aber halt eben schnell. Boah, Maul halten. Ich sage Schätze, unser nächster Endgegner wird total kacke. Ich bin cool. Ja, der wird nur riesig. Aber nur weil du ihn machen musst, den finde ich cool. Wenn ich machen muss, finde ich mir leider nicht cool. Ja, das ist nicht. Weil die Scheiße mit Zaun muss da irgendwie kacke. Ah, Nekomon kann es erledigen. Na gut, du musst nichts, aber allerdings alles andere ist nicht ätzend. Alles andere, manchmal kannst du kaum treffen. Ja. Du musst du dich am Anfang direkt richtig hinstellen, sonst ist er. Du kannst dich später nicht mehr bewegen. Ah, gesehen, Schwert Level 6. Hm, nee, geht nicht. Nee? Nein, du bleibst auf der Stelle stehen. Oh, scheiße. Dann ist er blöd. Dann musst du dann mit Fernwaffen machen. Oh nee. Muss mit dem Speer. Oh nee. Anders ging's nicht. Also, ist mir einmal passiert, aber da habe ich den Kampf ja noch am Ende absichtlich verloren. Echt jetzt? Ja. Ja, aber wenn ich stand irgendwie mittendrin und dann konnte ich einfach nicht mehr. So, wegzaubern müssen. Das ging ja nicht, ich hatte keinen MP. Oh! So, genau deswegen. Auch keine Waldlöschen mehr. Nein. Zauber so? War auf Level 1. Oh. Okay. Aber bei dem ist das irgendwie so, der kriegt manchmal nur ein oder zwei abgezogen. Das heißt manchmal eigentlich die ganze Zeit. Und der hat immer MP 99, das heißt dann endlich MP. Auf ihn. Jetzt komm, so eine Schildkröte, wollte schon sagen, müsste doch immer noch auf Land platzieren. Zack, den habe ich getroffen. Zack, stopp. Nein, nein. Was macht der? Der geht weg. Ja, das bin ich. Der geht weg. Der Cola in Zwischenhand geht mit deiner Königssäge. Ach so. So. Interessant. Toll, das kannst du aber schön nicht rausschneiden. Das wird nicht rausknippen. Live und in Farbe. Wir haben keine Schatzwolke, schade. Wir hätten sie nicht im nächsten Cup heben können.
die hätte unsere Verteidigung hoch machen können. Sehr hoch. Bam! Das war knapp. Das war auch knapp. Und dann haben wir Platz gemacht. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Endgegner. Wow! Der Weg geht lange. Unser Endgegnerchen! Ich stationiere mich einfach mal so, dass ich ihn rein theoretisch auch noch mit dem Schwert treffen könnte. Und den müssen wir einfach nur mit den Hadesgranaten machen. Das ist der stärkste Endgegner eigentlich auf dem Spiel von KP her. Der hat 5000 KP, glaube ich. Und er wächst. Und er wächst und er wächst. Was können wir machen? Gar nichts. Er wird einfach immer größer. Water Pudding ist erledigt. Ja, meine Güte. Oh, was macht der? Er mutiert. Oh, jetzt habe ich mich an die falsche Stelle gestellt. Na gut, unser Speer ist hoch. Leute, schaut euch mal an, wie groß der jetzt schon ist. Boah, ist ja riesig. So groß hatte ich ihn ja noch nie. Zumindest habe ich ihn noch nie so groß lebendig gesehen. Ja, dann hat er nicht mehr viel Leben gehabt. Boah, Leute. Riesig. Sowas sind nochmal geile Endgegner. Das spule ich jetzt auch vor. Whee, yeah, wir sind alle am Level aufgestiegen. Und dürfen jetzt unsere stärksten normalen Gegner begrüßen. Nämlich den Meister Ninja. Das ist der, der uns am meisten die Fresse versauen kann. Wenn er seinen Stein, seine Steinklinge hat, kann er uns eigentlich mit einem Schlag circa 5 Sechstel unserer Leben abziehen. Also das ist ein unangenehmer Gegner. Das ist hier der Terminator, ist der Gegner mit der höchsten Verteidigung aus dem Spiel. Jetzt habe ich einen Fallschirm getroffen. Aber er hat noch kein Zauberschild gemacht, von daher. Trotzdem werde ich jetzt die Gegner zumindest töten, weil vielleicht haben wir Gegner und kriegen noch einen Schatz vor. Zack. Der ist auch tot. Der da oben ist anfällig gegen andere Zauber. Die Laterne ist der eigentlich anfällig. Tag. Tag. Soll ich nach der Äußerung zu essen fragen? Wenn du dich dazu äußerst, zu essen. Zu essen? Zu essen. Wie soll ich mich denn dazu äußern? Technisch und so. Ja, ist eigentlich ganz okay. Oh, wir haben Elferrand gekriegt. Also von mir aus, ja. Ja, ist geil, oder? Ich glaube einfach mal, wir haben Kumpel in meiner Familie. Ja, hallo. Ja, Dichi. Ja, Dichi. Was macht die denn? Keine Ahnung. Ja, die Wurst. Ja, genau. Heilig befolgen, was passiert ist. Macht er immer. Ja, ja, das macht er. Dann ist er mal tot. Guck so. Ja. Okay. Oh, schade, ich hab keine Mannschaft so. Ja, übertreibst du mal nicht. Doch, zwei Elfenanwender. Hast du jemals gefunden, was? Ja. Ja, aber. Immer wenn ich weg bin. Mit den Clown auch lieber gewesen. Ja, okay. Wir toll. Ich hätte auch nichts gebracht. Wenn ich den durch hab, muss ich wieder auf den Speicherpunkt vom letzten Anfang. Trotzdem kannst du dich cool fühlen. Ah, trotzdem. Welches wir rausnehmen? Nein. Ja, scheiße. Jetzt, wo wir das Spiel eh gleich durch haben. Ja, falls du willst. Aber ich will die gegen Tantalus. Ja, der macht einfach 10 Zauber ineinander und das ist so ein Score. Na, was hält? Ich hab jemand zu kurz gehauen. Oder nochmal? Na, was ist hier los? Ich
Und ich hoffe, dass jetzt gleich der Emulator aufhängt. Das wäre blöd. Warum ist jetzt auf einmal das Energieschild aktiviert? Wenn sich das Spiel jetzt aufhängt. Ich sage. Ist hier Finish. Krieg ich den Plan. Krieg ich keine Wahl. Yay! Schaffst du wohl. Was gibt's? Elfenkrone? Ja. Jawohl. Eine Elfenkrone. Die kriegst aber du. Hey, du hast diesmal echt Glück für den Zeug, das du vermisst. Naja, es sind nur zwei Katzen und jetzt gewesen. Gut, Elfenkrone geben die immer. Ja, aber trotzdem, ich mach manchmal 5 Runs und find gar nichts. Ja, das hatte ich auch schon. Von den meisten Ninja kriegt man die eigentlich am seltensten. Also hab ich das Gefühl. Meister Ninja ist aber cool. Das ist nicht egal, ob der mir was gibt, der ist einfach cool. Das sind die geilsten Gegner aus dem Spiel, finde ich. Auf jeden Fall. Aua! Oh, hab mich zweimal. Zieht mir 101. Arschloch. Sterb. Ich schlage jetzt mein Schwert auf, weil da oben geht das gleich rund. Oh, schau mal, ich spule einfach wieder vor. Zack! Bam, 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 bam. Tot. Ja. Oh nein, Scheinkinde. Ich muss dich. Du Arschloch. Oh, ich wollte schon sagen. Du Arschloch! Ich muss den treffen und er ist tot. Ui. Ja, nur den Hilfe. Zack! Die Voodoo-Maske. Sein behinderter Kackgegner ist das. Die mag ich überhaupt nicht. Weil die so viel aushält. Aber die kann man sogar durch die Gegend schleudern. Mit der Klaue. Ja. Deswegen ist die Klaue ja die ganze Waffe. Du kannst mit denen, wenn du Glück hast und richtig stehst, kannst du noch angreifen, wenn sie auf den Boden liegen. Ja. Und auf Level 8 kannst du den Kamehameha. Ja, Level 7. Level 8 7 schon? Level 8 machst du, glaube ich, dann. Doch, doch, dann machst du auch eins, aber dass du diese Kicks so schnell. Ja. Ja, auf Level 7 kann man, und in Level 8 kann man so billiges Kamehameha. Ja, komm, oh, früh genug. Kann keine andere Waffe. Du machst immer eine Klaue rein. Ja, die Klaue ist ja auch nicht cool. Ich finde die sau cool. Ich mach die nicht. Naja. Mir hat das erledigt. Aber nicht durch Zauber, sondern über ein Energieschild direkt gesprochen. Das ist so ätzend, man muss immer warten, bis die mitlaufen. Ja, das ist in dem Spiel wirklich kacke. Das ist immer jetzt einfach weit. Genau, bei Secret of Mana 2, also seit der Kreis ist genauso, dann ist es einfach durch. Wieso? Aua! Ja besser. Du Sack! Diese Politik laufen. Bringt ihn um, bringt ihn um! Leute, ich sterb gleich. Der Sack. Siehst du? Ich hab schon was passiert. Direkt tot. Ich hab, der gibt jetzt wieder eine Schatztruhe, oder? Ja, macht den Scheiß gibt er. Doch, der gibt, ich hab da schon mal Schatztruhe in der Mitte. Und man kommt da nicht hin. Schade. Bam! Ne, diesmal da keine Glück. Ja. Das ist der einzige Gegner, wo man Glück hat, wenn man keine kriegt. Weil dann sonst einfach auch nicht. Weg nach oben kommen. Da unten gibt's nämlich 3 Meister Ninjas und die würde ich gerne auch alle haben. Und wenn dir noch ein Gegner in der Nähe ist und da maximal nur 3 Gegner immer auf dem Ding sein können, auf einem Bildschirm. Finde ich eigentlich auch scheiße. Ja, das passt dir einfach mal auch besser. Dann können manchmal 5, 6 sein. So viele wie halt da sind. Ja, sieht nach Regen aus. Das merkt man am Anfang bei den Flamingos, dann kommen so viele. Ja, da können aber schon bis zu 8 Stück oder so kommen. Da level ich nicht immer. Meine Waffen mache ich auch. Ja, immer mindestens auf 2. Mindestens. Ja, oder manchmal, am Ende mache ich immer direkt auf 3. Ja. Und zack, zack, zack. Oh, und schaffst du. Eine von 3. Und? Elfenweste ist gut. Sehr gut. So, dann kriegst auch du. Wenn jetzt noch das Dings haltest, wärst du schon unter. Ja. Wir sind gleich am Ende. Oh. Jetzt müssen wir noch diese 3 Terminator hier platt machen. Kriegen einfach mal 3 Hardesgranaten ab. Ja, dann soll ich. Ich denke mal, das könnte reichen. Ich weiß es nicht. Ich glaub schon.